Willkommen zurück zu Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7. Es geht in die Weihnachtsferien zum Fuchsbau. Den haben wir jetzt im Spiel noch gar nicht gesehen. Ich nehme aber an, dass er sich nicht groß zu den Jahren 1 bis 4 verändert hat. Und wenn jetzt das kommt, was ich erwarte, dann ist das tatsächlich eine filmeigene Passage oder Szene, die es so in den Büchern nie gab. Also das jetzt noch, aber wird noch ein bisschen mehr kommen. Oh, ist das Vollmond? Ginny bietet Harry erstmal Kekse an. Und Ron geht dazwischen. Okay, wir sind mit Mr. Weasley im Geräteschuppen und suchen grüne Teile. Alles klar. Machen wir mal. Und es ist auf jeden Fall ein Kapitel. Oh, die Telefone kann man benutzen. Ja, Mr. Weasley sammelt ja Muggel-Artefakte. Zum Beispiel Gummienten. Ich würde ganz gerne da drankommen. Okay, dann müssen wir erstmal jetzt die Waschmaschine füttern, wenn ich das richtig sehe. Können wir machen. Also das Oberteil ist drin. Und da sehe ich etwas für Reduktor. Wenn wir einen erwachsenen Zauberer dabei haben, der das schon beherrscht. Hier ist dann die Kappe. Dann fehlt noch ein Teil. Aber ich will ja auch alles andere, was es hier gibt, finden. Zum Beispiel die Gummienten. Das ist noch eine. Perfekt. Die haben wir schon mal vollzählig. Das gibt uns das Ravenclaw-Wappen. Muss ich aber. Ach so. Kann ich noch einen Toast machen? Muss ich aber immer noch die Hose finden? Bin ich jetzt gerade ein bisschen ahnungslos, wie die sein könnte? Im Grunde ja nur diesen Flipper-Automaten. Aber den habe ich auch gerade schon benutzt. Moment mal. Fernseher brauche ich schwarze Magie, das wird also nichts. Aber was Grünes. Meine Möglichkeiten hier zu interagieren mit irgendwas sind ein bisschen eingeschränkt. Ach so, hier ist was Blaues. Ja, Mr. Weasley kann das ja reparieren. Oh, ganz vergessen. Ja, das sieht gut aus für eine Hose. Nicht gut genug. Kann ich noch mehr damit machen? Einmal nicht. Oh, das gibt's doch nicht.
soll ich denn damit machen? Ah, oh, Spiel. Tu mir das doch nicht an. Ich glaube, ich Mr. Weasley schon ein bisschen besser hier beraten. Ja, ich krieg's nicht kaputt. Muss ich erstmal die Waschmaschine mit Wasser auffüllen? Ja, vielleicht auch nicht. Nach draußen komme ich nicht, das ist klar. Aber. Hier ist noch was Blaues, ich Idiot. Okay, das dürfte die Lösung sein. Achso, wir nähen die Hose erst selbst. Na gut, dann sofort gewaschen werden. Das ist halt so. Ist wahrscheinlich wirklich so, dass man erstmal das Ding auch waschen sollte. Na gut, wir können jetzt auf jeden Fall erstmal rausgehen. Das haben wir schon mal geschafft. So, es dämmert. Ginny hat einen Kuchen gebacken. Aber der Fuchsbau wird angegriffen. Das ist eine filmeigene Szene, die auch nicht wirklich Sinn macht. Denn der Fuchsbau steht unter totalem Schutz vom Orden des Phönix und dem Zaubereiministerium. Einfach weil Harry hier ist. Und da können die Todesser nicht einfach angreifen. Also, das ist eine Filmszene, die einfach nur für die Stimmung drin ist, aber die wirklich gar keinen Sinn macht. Wir spielen Molly? Okay. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich wundere mich nur. Wir können aber auch Remus nehmen. Und Nymphadora. Tongs. Nymphadora sollte man sie nicht nennen, das mag sie nicht. Hier das Feuer löschen. Denkt dran, Professor Lupin hat als Werbe besondere Fähigkeit. Ja, ja, das alles hier für Schritt. Aha, hier müssen wir buddeln. Das kann Lupin machen. Kann ich doch auch weitergehen. Weil er hält mich doch nicht mehr auf. Oder muss ich sogar hin? Das reicht nicht. Das Feuer ist zu groß. Um das zu reparieren, brauche ich wahrscheinlich erstmal. Ja. Entweder eine Geister-, eine Gespensterbrille oder. Was auch sein kann. Ich brauche dafür Mr. Weasley, weil da was Blaues dran ist. Ja, ich nehme jetzt mal hier den Stud mit. Haben wir den wahren Zauber auch bald fertig. Ja gut, ich denke, wir kommen nicht drum rum, wir müssen buddeln. Also erstmal einen Werber verwandeln. Und dafür müssen wir stark sein, aber ich glaube, das ist Lupin sogar als Werwolf. Erstmal müssen wir es sowieso festmachen. Hier am Schuppen. Ja, wir müssen da ein Werwolf sein. Also der Werwolf ist sehr vielseitig. Und hier kriegen wir jetzt eine Geisterbrille. Kann sich auch der Werwolf aufziehen. So können wir als Werwolf nicht zaubern. Ach, da brauchen wir eine neue Brille, alles klar. Na gut. Hier haben wir ein kleines Teil, das wir hier hinten anbringen können. Ja. Und das macht was? Gibt noch eine Charaktermünze von Molly. Okay, freut mich. Mag Molly sehr. Mal hier noch ein paar Stats rausholen, aber nicht wirklich viele. Nee, nicht wirklich viel. Hier war noch was für die Gespensterbrille. Und das repariert zumindest zum Teil diesen Truck, den wir noch mit Wasser füllen müssen.
brauchen wir jetzt immer noch. Ja. Oh mein Gott, Todesser. Da hinten ist Mr. Weasley, den bräuchten wir eigentlich. Der kann das hier machen. Ich würde angezeigt, ich soll mir noch eine Gespensterbrille holen, aber ich brauche eigentlich gar keine mehr hier. Bin ich wo? Ach, man kann hier einfach drauf. Oh, na dann. Einmal das Feuer löschen, bitte. Geht ganz gut. Komme ich auf die andere Seite damit? Na, weiter geht's nicht. Na gut. So, die Dusche rettet Mr. Weasley. Oh, ich darf hier nicht zu weit rausgehen. Und der begleitet uns jetzt auch. Jetzt repariere ich das Rad hier dran. Dachte ich. War anscheinend nicht. Okay. Dann holen wir noch ein paar Teile, oder wie? Jetzt geht's. So, jetzt kann ich das Ding auch fahren. Oder fliegen. Weil, warum nicht? Ich will jetzt erstmal hier vorne rein. Hier ist nochmal was Blaues. Ein Traktor. Gut. Achso, der schießt Karotten. Die Todesser abwehren. Ah, ich glaube da. Ne, hier ist nur ein Schüler in Gefahr. Okay. Ja gut. Also ich dachte mir, dass das hier optional ist, deswegen wollte ich das machen, bevor ich weitergehe. Aber jetzt können wir, glaube ich, auch weitergehen. Ich muss nur hier eben mal diese Dinge reparieren. Ja, natürlich werde ich von dem Todesser angegriffen. Das war ja zu groß für Aquamenti. Aus. Ja, ich hole, glaube ich, das Ding. Ja, es ist zu groß. Okay. Ja, ich muss da noch buddeln. Ich weiß auch, hier gibt es so viel zu tun. Das ist ein bisschen anstrengend. Nicht wechseln hier drauf. Das ist ein bisschen doof. Würde man das hier im Multiplayer spielen, wäre das natürlich super praktisch. Autsch, lass mal einen Wagen in Ruhe, du Blödmann. Ups. Ah, ich glaube, da geht's weiter. Ich lass das mal. Ich mache jetzt erstmal hier das hier. Ich bin auch ein bisschen überfordert mit 4 Charakteren. So, buddeln. Aber kann da überhaupt jemand hoch? Das ist schon heile. Komme ich da als Werwolf rein? Bin ich da nicht viel zu groß für? Ja, bin ich. Das bekommen da gar nicht so. Sehr schade. Naja, gut. Also der Weg ist frei. Ja, dann können wir jetzt durchgehen. Und hinten in den Sumpf. Denn immerhin sind hier Harry und Genie hingelaufen und die müssen wir natürlich hier retten. Oh.
Was war das? Okay. Werwolf? Haben wir hier was? Eine Schere? Zumindest so aus, damit wir hier durchkommen. Ja. Nichts mehr. Ich will schon einen wahren Zauberer voll kriegen, das wäre mir ein Anliegen. Der hätte mitgekämpft. Oh Gott, hätten wir wirklich gekämpft. Wir haben es jetzt fast geschafft mit dem wahren Zauberer. Oh, da hinten sieht man sogar Harry und Ginny. Hier haben wir... Oh, Tongs! Ja, cool. Moment mal, hier sind ja noch Karotten. Da brauche ich diesen Traktor, den ich da hinten ausgraben kann, wenn ich schwarze Magie hätte. Also gehen wir erstmal weiter. Das Boot kriegen wir weg, wenn wir ein Werwolf sind. Oder kann ich die Dinger ausgraben? Nee. Na gut. Wahrer Zauberer ist erledigt. Und dich hau ich jetzt einfach um. Wir müssen ja nicht immer nur zaubern. Wir können auch mal hier unsere Werwolfskraft nutzen. Da bräuchte ich jetzt einen Schlüssel. Habe ich natürlich nicht. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Konnte ich mit der Gespensterbrille machen? War da irgendwas? Und wenn ja, wo? Ah, hier. Okay, das saugt jetzt hier den Teich leer. Was mir ganz genau gar nichts bringt. Ich meine, hier könnte ich apparieren, okay. Aber ich kann da hinten sowieso nichts machen, weil ich keinen Schlüssel habe. Dann retten wir mal Harry. Das ist Bellatrix. Wesen. Ja, das war ein Todesflug. Verdammt, aber ich kann den wahren Zauberer, glaube ich, nicht mehr verlieren. Da macht sie was, das kann ich abwehren. Dachte ich. So, erstmal den Anker ins Gesicht. Und noch Redupto hinterher. Erstes Leben weg. Das Fenrir Greyback. Er ist auch ein Werwolf.
Oh, verdammt. Ich muss warten, bis die wieder Sachen wirft. Jetzt gleich. Autsch. So, diesmal kriegt sie die Mistgabel ins Gesicht. Ach Mann, ich hasse Finn Greyback. Wenn mir jetzt hier konstant attackiert. Oh Gott, Harry ist tot. Okay. Mission fehlgeschlagen. Nein, alles gut. Als ob schon wieder. So, nochmal die Mistgabel. Und noch einmal. Auf sie, okay. Bellatrix ist besiegt. Sollten es geschafft haben. Aber sie setzt noch den Fuchsbau in Flammen. Das Haus der Weasleys brennt nieder. Aber Ron hat seine Kekse gerettet, also alles halb so wild. Okay, Level abgeschlossen. Zwar nur ein Wappenstück. Aber dafür haben wir Molly bekommen und Tongs, das finde ich eigentlich ganz gut. Waren Zauberramper voll und das war's dann aber auch. Und einen Schüler in Gefahr haben wir auch gerettet, nicht vergessen. Macht insgesamt 3 goldene Steine. Okay. Jetzt sind wir wieder in Hogwarts. Nichts passiert, alles wieder gut. Und es geht ins Klassenzimmer. Okay, lernen wir Reducto? Oh, bitte. Ja, wir lernen Reducto. Endlich. Ja, dann machen wir das jetzt noch. Ich habe ein bisschen Zeit aus den Augen verloren. Aber passt noch. Alles gut. So. Zerstören. Die Treppe funktioniert auch noch, die wir gebaut haben, als wir Defindo gelernt haben. Und hier kriegen wir Justin Finch Fletchley, ein Hufflepuff-Schüler. Hier ganz schön viel zerstören. Eine Sache fehlt jetzt noch. Ja, hier liegt's, aber ich will erst noch gucken. Hier ist ja auch noch was. Oh nee, das war das, was ich zerstören sollte. Das heißt, ich komme jetzt auch nicht mehr an den blauen Stein ran, richtig? Nein, er verschwindet. Okay, nice. Das könnte man auch noch zerstören. Naja, es gibt mir dann nochmal ein paar Stats. Okay, alles halb so wild. Oh, da oben brauche ich noch Aquamenti. Das können wir noch eben machen. Das Ding da überläuft, oder? Ja. Jetzt komme ich da nicht dran. So, der Goldfisch kann jetzt durch den Reifen springen? Ja, warum nicht? Das wird was? Ah, Professor Flitwick. Nice. Ist nichts mehr. Okay, dann haben wir das jetzt soweit hier fertig. Ich kann hier irgendwo immer noch
eine Gespensterbrille kriegen. Ich habe nur keine Ahnung, wo. Ach so, Moment, warum leuchtet denn hier was? Vielleicht, weil hier die Gespensterbrille ist. Mal wieder sehr schlau von mir. Das hier wird... Ah, das Pult. Ja, und Flitwick macht in den Filmen auch immer noch den Musikunterricht. Anna Abbott. Okay. Hufflepuff-Schülerin. Dann würde ich sagen, war es für diesen Part alles. Wir haben auf jeden Fall ein Kapitel gemacht, wir haben einen neuen Zauber gelernt. Endlich haben wir Reducto. Das macht alles sehr viel einfacher. Ich freue mich auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann wie immer. Alles Gute.